Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir sind mittlerweile bei knapp 1020 Abonnenten. Nur als kleine Information, jetzt werden die Abonnenten nicht mehr einzeln angezeigt. Das heißt, es wird immer nur noch in 10er Schritten angezeigt. Das heißt, ihr werdet 1010 sehen. Ich sehe aber in der YouTube Studio App zum Beispiel 1019 und erst ab 1020 wird das Ganze aktualisiert. Falls ihr meine Videos feiert, ihr gerne meine Videos schaut, lasst mir gerne ein Abo da. Damit supportet ihr mich riesig, damit wir hier 7 Deadly Sins Grand Cross Deutschland doch noch etwas größer bekommen. Und dann kommen wir zum heutigen Video. Und zwar haben wir ja jetzt am Dienstag das kommende ReZero Collab. Dazu hat auch Netmarble auf YouTube, der offizielle Kanal, das Video dazu gepostet. Also die kommen garantiert. Aber das war uns ja eigentlich schon bewusst durch die Death Notes. Und ich wollte jetzt ein bisschen drauf eingehen. Sollte man in dem ReZero Collab ziehen oder sollte man es eher lassen? Und natürlich auch vergleichsweise mit Festival Zeldris, der jetzt kommt. Dann wissen wir schon, dass wir einen Festival Arthur bekommen. Und die neuesten Leaks sagen, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich, ich habe dazu noch kein Video gemacht, weil mir die Leaks noch zu ungenau sind, einen Festival Esterossa bekommen mit einem Gorther dabei und ich denke, es wird der Rollstuhl-Gorther sein. Meiner Erfahrung nach, denke ich mal, wird der blau sein. Das wäre das einzig Logische und er wird wahrscheinlich, hoffe ich mal, das wird ein blauer Rollstuhl-Gorther mit einem Rank-Up-Skill. Das würde ich mega feiern und ja, das geht wahrscheinlich hier eher an die Free-to-Play-Spieler, aber wir gehen auch ein bisschen an die Pay-to-Play-Spieler, sozusagen auch an mich. Und als erstes erwartet uns hier natürlich das ReZero Collab. Dort haben wir natürlich Emilia, Rem, Ram und Beatrice. Der Anime ist mega nice. Ich habe den auf jeden Fall geschaut. Wird ja immer noch fortgeführt. Aber ich glaube, die letzten Wochen habe ich es nicht weitergeguckt. Müsste ich auf jeden Fall mal machen. Und zwar geht es darum, ja, der beste Charakter in diesem Banner ist rein theoretisch Emilia. Das Problem, was wir bei Emilia haben, damit wir mit ihr Damage machen, haben wir hier unten ihre Ulti, die Ulti von Lost Venus. Und damit wir damit ein ganzes Team safe one-shotten, ist es fast schon unabdingbar, sie auf 6-6 zu haben. Und das kann im schlechtesten Fall 3600 Gems kosten. Das heißt, sie ist ein wirklich, wirklich krasser Charakter, aber nur auf 6-6. Sonst ist halt eine Mega-Whale-Unit, so wie es Ludusiel und sowas auch ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass wenn man es hier nur auf Emilia abgesehen hat und sagt, hey, ich will das Emilia-Team spielen, als Free-to-Play-Spieler, sehr unwahrscheinlich. Deswegen sollte man hier in diesem Banner nicht ziehen. Dann haben wir die nächste krasse Unit, die vielleicht ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Und zwar ist das Rem. Die hat hier ihren Verstärkungsschaden, mit dem sie mit jedem Buff, den sie bekommt, 30% mehr Schaden macht. Sie hat ihre Passive. Mit jeder Ultkugel, die man mehr dazu bekommt, bekommt man hier 5% angriffsbasierte Werte obendrauf. Das zählt als ein Buff. Das heißt, sie bufft sich selber, macht immer mehr Schaden. Und das Krasse bei ihr ist, dass ihre AOE, also selbst dieser Angriff hier, immensen Schaden macht, selbst ohne einen Ludusiel, ohne einen Green Gorther. Man braucht eigentlich nur ihre Schwester Ram hinten drin stehen haben, was die Werte von unbekannten Rassen natürlich um 20% pusht. Aber man ist hier bei ihr nicht auf die Ulti angewiesen. Das heißt, meiner Meinung nach ist Rem genauso stark wie Eleven und sobald der Festival Zeldris Banner kommt, Chandler gespielt wird, werden wir sehen, dass die Meta von Blau The One eher ins Grüne rüber schwappt, also dass wir mehr Merlins und mehr Assault Melee Teams sehen werden und dagegen ist Rem natürlich extrem gut. Zurzeit ist Eleven natürlich auch ein mega starker Charakter, aber ich denke mal, Rem ist mindestens genauso gut. Ich denke, die sind sich ebenwürdig, also für Free-to-Play-Spieler sind das eigentlich die beiden Charaktere, die in den Collabs am besten sind. Da man Eleven ihre Ulti nicht auf 6-6 braucht, 1-6 reicht vollkommen. Man macht den Damage hier mit ihren zwei Attacken. Und das gleiche gilt hier auch bei Rem. Ihren Schaden machen wir hier auch mit ihrer Single-Target und der AOE. Und der Schaden ist echt, echt gut. Dann haben wir natürlich noch Ram aus der Collaboration. Ram bekommen wir alle Free-to-Play. Das heißt, ja, da sind wir nicht drauf angewiesen, sie zu ziehen. Und dann geht es natürlich direkt 2 Wochen darauf weiter. Dort werden wir sehr, sehr wahrscheinlich den Festival Zeldris Banner bekommen. Festival Zeldris Banner haben wir natürlich hier. Festival Zeldris. Verglichen in JP wird dieser Festival Zeldris so gut wie gar nicht in PvP gespielt. Das heißt, diese Festival-Unit ist zwar, kommt zwar raus, aber ist für die PvP-Meta scheinbar nicht ganz so relevant. Der relevanteste Charakter, der neu ist für die Meta, ist natürlich hier Chandler und darauf hat man keine Garantie, weil es kein Festival-Char ist. Das heißt, man kann bei 900 Gems nicht auswählen, ob man jetzt Festival Zeldris, Chandler und Assault Melee will, sondern man kann nur auswählen, entweder Assault Meliodas oder Festival Zeldris. Chandler muss man sozusagen mit Glück ziehen. Und ja, wenn man sich jetzt entscheiden muss, ob man im ReZero Collab zieht oder im Festival
Festival Zeldris Cola ist halt die Frage, natürlich erstmal, wie viele Gems hat man? Die zweite Frage ist man auf das Dämonenteam gegangen? Also ist man voll fokussiert aufs Assault Melee Team? Dann zieht man natürlich in diesem Banner, hofft, dass man Chandler rausbekommt, hofft, dass man nicht zu viele Diamanten rausballern muss. Das Ganze sieht dann natürlich anders aus, wenn man bis jetzt, wie ich zum Beispiel, gar kein Assault Melee Team ausgebaut hat. Dann bietet sich's natürlich an, hier im ReZero Collab zu ziehen, denn ja, die Kombination aus Festival Merlin, Emilia und Göttin Elisabeth mit hinten Ram drinne ist mega krass, ist in JP gerade die aktuelle Meta, die besten Teams in JP sind einfach diese Teams, aber man braucht Emilia 6-6, das heißt, das ist selbst für mich als Pay-to-Play-Spieler unwahrscheinlich, weil ich halt nicht am Wellen bin, würde ich mal von mir aus behaupten. Aber nichtsdestotrotz, wenn man natürlich auf Lolli Merlin gegangen ist, also Festival Merlin Team, dann lohnt es sich auf jeden Fall mehr hier für die ReZero Collab zu ziehen. Wenn man im PvP das Assault Melee Team spielt, dann lohnt es sich mehr auf Festival Zeldris zu gehen. Oder man sagt, man will beim Festival Zeldris Banner nicht so hart ins Glücksspiel gehen und man sagt, man braucht die ReZero Charaktere nicht, dann kann man natürlich auch beide Banner skippen. Das ist auch eine Möglichkeit, die hier durchaus vertretbar ist, denn wir bekommen Festival Arthur, wir wissen nicht, wie gut wird der. Und natürlich bekommen wir noch einen Holy War Festival Banner, sehr wahrscheinlich mit Festival Esther Rossa und dem Rollstuhlgolfer. Ich hoffe, es ist der Rollstuhlgolfer, nicht irgendein Golfer. Und wenn es natürlich diese Holy War Festival Unit gibt, denke ich mal, sind dort bessere Charaktere drin. Also einer dieser beiden Charaktere wird auf jeden Fall genauso taugen wie Chandler. Chandler ist mega stark, ist halt zurzeit für Free-to-Play-Spieler, wie ich finde, wieder eine richtig blöde Situation. Geht man aufs ReZero Collab, kann man natürlich das Team Emilia Merlin nicht spielen, denn man bräuchte Emilia, um sie optimal nutzen zu können. 6-6. Ram bekommt man for free, das heißt, die kann man sich sowieso hinten reinstellen, wenn man mit Festival Merlin spielt. Aber man kann natürlich auch den Weg gehen und sagen, man spielt die Festival Merlin in Kombination mit Rem. Das funktioniert auch super gut. Und ich denke mal, es ist davon abhängig, was für ein Team ihr ausgebaut habt. Ich habe Festival Merlin ausgebaut. Ich werde ins ReZero Collab gehen. Viele Leute haben das Assault Melee Team genommen und die sollten meiner Meinung nach dann in den Festival Zeldris Banner gehen. Und denen wünsche ich auf jeden Fall viel Glück, dass sie Chandler ziehen, denn mit dem aktuellen Festival Zeldris werdet ihr nicht so viel anfangen können. Ich denke mal, der rote Zeldris hinten drinne, durch den ihr dann sozusagen 18% Basiswerte dazu bekommt, ist die bessere Entscheidung für PvP. Und dann, ja, müssen wir halt weitersparen. Mal gucken, wann sie uns Festival Arthur um die Ohren knallen. Wenn wir Pech haben, direkt 4 Wochen hinten dran. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass sie sich mit der nächsten Festival-Unit etwas mehr Zeit lassen. Anfangs war es so, dass eine Festival-Unit alle 3 Monate kam und wir bekommen jetzt im 4-Wochen-Takt Festival-Units. Ist ein bisschen uncool von Netmarble, aber was soll man machen? Aber auf jeden Fall, ja, das Krasseste, was ihr machen könnt, wenn ihr Wales seid, ist natürlich, ihr geht in den ReZero-Banner, ihr habt eine Festival Merlin und ihr zieht hier Emilia 6-6. Im schlechtesten Fall, wie gesagt, 3600 Diamanten, also ein mega, mega teurer Spaß. Aber es ist halt auf JP die absolute Meta zurzeit. Das heißt ja, Emilia in Verbindung mit der Festival Merlin ist einfach nur broken mit Ram hinten drin. Ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen. Ich werde sehr, sehr wahrscheinlich Festival Zeldris skippen und dafür 2 Rotationen im ReZero Banner machen. Ich gehe sozusagen das Risiko, dass ich eventuell gute Pulls habe, Emilia vielleicht sogar auf 6-6 bekomme, wobei ich die Chancen auf Emilia 6-6 eher so bei 10% sehe, 90% eher so, ja, Pech gehabt. Aber ich hoffe halt eben darauf, dass ich hier ein paar Rems ziehe oder im Optimalfall viele Rams, damit ich sie 6-6 habe, eine höhere CC, kann sie bei Merlin hinten reinstellen und bin dann trotzdem gut aufgestellt. Aber im Endeffekt muss das halt jeder für sich selber wissen. Ich kann hier nur meine Empfehlungen geben natürlich. Und dann sollte es mit dem Video von mir schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Empfehlung ein bisschen helfen. Wie gesagt, wenn ihr natürlich ein Assault Melee Team spielt, bringt es euch nichts, hier im ReZero Collab zu ziehen, wenn ihr sozusagen Festival Merlin zum Beispiel sowieso nicht habt. Und andersrum genauso. Es bringt euch nichts, im Festival Zeldris Banner zu ziehen, wenn ihr kein Assault Melee Team habt. Klar kann man Chandler auch noch in einem Haltungsteam und sowas verwenden. Das funktioniert auch ganz gut, aber ich denke mal, am besten ist er tatsächlich aufgehoben im Assault Melee Team. Und das sind halt zurzeit einfach die 2 Meta-Teams in JP, die gespielt werden. Es wird entweder Assault Melee gespielt oder es wird die grüne Merlin gespielt. Und dann soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, lasst mir ein Like da und auf jeden Fall ein Abo, damit wir größer werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.